Schreiblinien als Bildschirmfoto. Haben Sie bereits Schreiblinien einmal erstellt, so können Sie auch von diesen Schreiblinien ein Bildschirmfoto anfertigen, das Sie dann später beliebig oft wieder einfügen können. Speichern Sie das Foto zum Beispiel in Ihrer Fotobibliothek oder auch an einem anderen Ort und fügen Sie es später wieder ein.